einen wunderschönen guten Morgen hier aus Lambach, Oberösterreich. Dann haben wir hier wunderbar die LED-Scheinwerfer im Performance-Look. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht's ans Werk. Also sprich, von 2002 bis 2018 kann man dieses Bodykit montieren. Hier hinter mir seht ihr vier wunderschöne, noch zu habende Bodykits für den Umbau von einem W463 Mercedes-Benz G-Klasse, besser bekannt als G-Wagon. Wir werden das jetzt hier auspacken und ihr werdet einfach mal mitbekommen, was so ein Bodykit komplett beinhaltet. Lasst schon mal einen Daumen da, schreibt in die Kommentare rein, ob ihr dieses Bodykit für diesen Umbau W463 für die G-Klasse von Mercedes-Benz cool findet. Ganz wichtig, und solltet ihr Fragen zu den einzelnen Komponenten von dem Bodykit haben, so schreibt mir das bitte hier in die Kommentare. Also viel Spaß beim Zuschauen. Have fun to watch the video. Also, was haben wir denn hier Schönes? Das sind auf jeden Fall mal... Auf jeden Fall! Die Motorhauben, wie so eine Motorhaube aussieht, könnt ihr euch vorstellen. Ich fühle mal hier rein, da sieht man das. Das hat der Zoll wahrscheinlich aufgerissen. Hier haben wir vier gleich große Boxen. Hier haben wir, das sind wahrscheinlich die Fender. Da haben wir hier schon eine Kiste, die ist vom Zoll geöffnet worden. Dann würde ich sagen, fangen wir hier mal an und packen das hier aus. Gehen wir mal an die große Kiste hier und schauen mal, was da für schöne Sachen drin sind. Das sind schon mal die Radlaufabdeckungen, vier Stück. Die tun wir mal raus und schauen wir, was da noch so Schönes drin ist.
Ja, ihr habt gesehen, das ist ganz schön viel Arbeit, so ein komplettes Bodykit hier auszupacken. Hat mir auch ordentlich in den Finger geschnitten. Aber hier liegt jetzt alles. Ich filme euch jetzt mal noch die einzelnen Parts und sage ein bisschen was dazu, wo das hingehört. Solltet ihr bei uns so ein Bodykit erwerben, ist es so, dass ihr dann schon mal wisst, wo was verbaut wird. Manche Dinge sind natürlich selbsterklärend, aber ihr seht, das ist schon ein ganz schön großes Konvolut. Und wer natürlich Interesse hat, so ein Bodykit zu kaufen, wir haben noch 4 Stück übrig. Die anderen sind derweil schon fix vergeben und verkauft. Das Ganze hat jetzt 3 Monate gedauert, bis das mit dem Schiff endlich hier bei uns in Linz war. Über Weihnachten, Neujahr und jetzt noch mit Neujahr in China war das alles ein bisschen verzögert. Und die Motorhaube, die packe ich jetzt natürlich nicht aus. Die Motorhaube, die ist hier hinten drin. Ja. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich eine Motorhaube auspacke, dann werde ich das auch noch tun. Fangen wir mal hier vorne an. Das sind die 2 Fender, also die Kotflügel mit den Adaptierungen. Das sind die 2 Stangen hier. Dann haben wir hier für die Frontstoßstange den Abstandshalter, wo der Ölkühler dann auch drin verbaut wird. Hier haben wir das Kunststoffkühlergrill, also das Mittelteil. Dann haben wir die 2 Lampenverkleidungen hier. Hier haben wir die Zierleisten, die vorne an den Kotflügel dann dran kommen, mitsamt den Einlagen. Hier hinten haben wir die Rückkatzenaugen für die Heckstoßstange. Das sind die Adaptierungen von den jeweiligen Radlaufverbreiterungen zu den Trittbrettern. Dann haben wir hier vorne, da müsst ihr dann einen Mercedes-Stern bei Mercedes für 40 Euro kaufen. Hier haben wir noch Adapter, damit der CAN-Bus Bescheid weiß bei den vorderen Scheinwerfern. Hier ist es so, dass wir noch verschiedene Plastikkleinteile haben. Das sind dann vorne die Stoßstangenverkleidungen, das wäre hinten. Das sind dann die Abdeckungen, die unten hinkommen, beziehungsweise hier haben wir noch die Einlagen für die große Frontstoßstange. Hier haben wir die 2 Blinker. Das sind die ganzen Schrauben, die dazu benötigt werden. Hier die Luftgitter für die Kotflügel. Da drüben sind die Radlauf oder die Abdeckungen für die Radläufe. Dann haben wir hier wunderbar die LED-Scheinwerfer im Performance-Look. Das ist auch recht cool und die sind auch schön schräg. Das ist richtig cool. Dann haben wir hier die Spiegel rechts und links. Dann haben wir hier die hintere Stoßstange und final die Radlaufverbreiterungen. Und nochmal ganz kurz, hier ist dann die Motorhaube drin. Die tue ich jetzt aber nicht raus. Die könnt ihr dann so original verpackt bekommen. Beziehungsweise die wird dann so original verpackt dann mitgegeben. Die packe ich jetzt nicht aus. Und was ich noch ganz vergessen habe, hier natürlich die Rückleuchten mitsamt den CAN-Bus-Konvertern. Das heißt, hier werdet ihr keine Fehlermeldungen im Cockpit bekommen, wenn ihr das hier in Plus und Minus in die jeweilige Lichtkette mit reinklickst. Und so ist es dann recht einfach. Das gleiche natürlich hier vorne bei den Frontscheinwerfern. Lasst mir schon mal einen Daumen hoch da, das ist wichtig. Also nicht hier mein zerschnittener Daumen. Solltet ihr Fragen haben zu diesem Bodykit W463, also sprich von 2002 bis 2018 kann man dieses Bodykit montieren. Und es ist eigentlich auch recht einfach. Also wer ein bisschen handwerklich begabt ist und einen Lackierer an der Hand hat, die Dinger müssen halt ein bisschen angeschliffen werden, dann in Wagenfarbe lackieren und dann letztendlich Plug and Play. Das heißt, das Alte weg, das Neue dran. Und ich habe ja auch schon Videos gemacht hier auf dem Kanal, dann seht ihr ganz genau, wie so ein Bodykit montiert wird. Das ist es. Sollte euch das Video gefallen haben, Unboxing a Bodykit here for a G-Wagon, dann lasst mir, wie gesagt, den Daumen hoch da, schreibt mir was in die Kommentare und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.